So, liebe Freunde, heute mal nicht aus dem Bastelkeller, sondern aus der Küche. All die derweil meine Frau heute nicht anwesend ist. Das heißt, ich habe heute sturmfrei und kann ungehindert die Küche verwüsten. Sozusagen Nerd allein zu Hause. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich der Nachteil, man muss sich ja dann auch selber beköstigen, habe ich mir gedacht, ich backe einen Kuchen. Und da ich so ein Apfelfan bin, backe ich natürlich einen Apfelkuchen. Keine große Sache, machen wir schon. So, und damit meine Frau auch weiß, was hier so abläuft, wenn sie morgen dann wiederkommt und das ganze Chaos hier sieht, dachte ich mir, ich nehme es einfach mal auf Video auf. Vielleicht ist es ja auch mal interessant, so einfach unter der Kategorie Nerdfutter, Nerdfood. Und es heißt ja immer, die Nerds, die hocken bloß so in ihrem Keller und ernähren sich von Chips und Pizza und Pommes. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Nerds sind eigentlich begnadete Bäcker und Köche. Das weiß bloß keiner. Gut, fangen wir an. Ich habe natürlich hier ein schlaues Kochbuch zur Hand. Gut Deutsch, meine Frau hat mir aufgeschrieben, was ich alles machen muss. Wollen wir mal schauen, für wie intelligent sie mich hält. Oh ja, Hefe-Apfelkuchen mit Guss. Ja, also für so intelligent hält sie mich nicht. 2,5 Seiten. Naja, gut. Dabei könnte ich das eigentlich alles auch ohne Anleitung. Wäre überhaupt kein Problem mehr. Jo, wie das immer so ist, wir fangen mit dem Teig an. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal irgendwas zu messen. Und dann nehmen wir, das sind ja tolle Sachen hier. So, dann nehmen wir mal so einen komischen Messbecher hier. Was brauchen wir? 250 Gramm Mehl. Mal gespannt, ob das klappt. In jedem Fall, wenn ich es auf Video habe, habe ich natürlich auch eine Ausrede, wenn dann doch die Feuerwehr kommen muss oder irgendwas. Ja? 250 Gramm. Jawohl, ja. So, jetzt brauchen wir noch einmal Hefe. Ach, Hefe kommt da rein. In so einen Hefekuchen. Ich glaube, das zerbröselt man so ein bisschen. Ne? Das riecht schon gut. Ich liebe ja so Blechkuchen. Ich kann das ja mal ein bisschen runterstellen. Dann sieht man hier auch meine Schüssel. Jawohl. So, das packe ich hier alles rein. Ich liebe ja so Blechkuchen. Frisch und duftend. Ganz direkt aus dem Ofen. So, was brauchen wir noch? 30 Gramm Zucker. Kann man das hier oben messen? Rosinen, Kakao, irgendwas. Zucker. Also, ist das auch Süßzucker? Naja, egal. 30 Gramm, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, eine Prise Salz. Ein Ei. Milliliter lauwarme Milch. Jo, ich bin immer gespannt, ob das so funktioniert. Also mal keine Bastelstunde aus dem Keller, sondern Bastelstunde aus der Küche. Heute löten wir mal keine Platinen, sondern backen einen Kuchen.
So, jetzt kommt noch 25 Gramm bei Butter. Wie viel sind 25 Gramm Butter? 25 Gramm Butter. Ja, toll. 25 Gramm Butter. Das sind 25 Gramm Butter. Sage ich jetzt einfach mal so. So, und dann steht hier Teig kneten, Klammer auf, eine Hand, Klammer zu, eventuell noch Mehl dazu. In Klammern eine Hand. Was soll denn das jetzt heißen? Als wenn man das mit beiden Händen kneten würde. Ja, das ist ja... Wie dumm hält mich meine Frau eigentlich? So. Lecker. So, dann machen wir jetzt schön Teig. Das Zeug, das klebt wie Sau. Und ich kann ja jetzt eigentlich auch mal erzählen, warum da steht, in Klammern eine Hand. Beim allerersten Kuchen habe ich natürlich, das steht da nicht ohne Grund, ja, wie Frauen so sind, die sind ja total nachtragend, habe ich natürlich sofort mit beiden Händen reingegriffen. Und dann stand ich so da, aber mit beiden Händen, ja. Dazu klebt nämlich die Hubatz. So, jetzt machen wir ein bisschen Mehl dazu, weil wir ein Profi sind. Sehen wir jetzt, dass das so nicht geht. Ja. Jawohl. Und wenn man dann beide Hände so zugetekst hat, wenn man so blöd ist und mit beiden Händen geknetet hat, wunderbar. Dann hat man nämlich überhaupt keine Chance mehr, das irgendwie loszuwerden. Ja? Keine Ahnung, ob hier so viel Mehl rein muss. Ich mache es einfach mal. Wird schon schmecken. Bis jetzt sieht es aus wie Kleister. Toll. Das nicht hier. Mehl kann nicht schaden. Wahrscheinlich ein bisschen viel Milch schon da. Wahrscheinlich hätte weniger Milch nehmen sollen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch. Jawohl, das wird ein Mehlkuchen. Muss man so machen, wurde mir gesagt, damit sich der Zucker gut verteilt. Ja, dann machen wir das so. Ich würde ja nie so grob zum Teig umgehen, aber wenn meine Frau das sagt, dann machen wir das so. Ist ja eigentlich mehr eine Therapiestunde. Ich sag mal, wenn man mal übel gelaunt ist, schönen Teig kneten. Und je nachdem, auf wen man schlechte Laune hat, den kann man dann verprügeln. So, ich glaube, das ist gut. Das ist gut so.
Guss. Liter Milch ist klar, 100 Gramm Mehl, machen wir einen Messbecher. So, Eier. Jetzt kommt meine Spezialität. Wie war das jetzt? Irgendwo muss ja Eiweiß und irgendwo muss Eigelb rein. Ich glaube da Eigelb und da Eiweiß. Ja. Ganz clever. Auch wieder was drin gesagt. Ich glaube, da darf nichts rein. Ja. Das muss ich alles rausschneiden. Ich glaube, das Schwierigste am Kuchenbacken wird nachher das Rausschneiden der ganzen Katastrophen. Naja. Ach, sieht nachher überhaupt keiner. Keiner sieht nicht. So. Das war übrigens ein Jan-Jansen-Spruch. Keiner sieht mich. Kennt natürlich wieder keiner, ist wieder so ein Nerdwitz. Jan Jansen. Der kleine Steckrüben-Saft trinkende Gnom aus Baldur's Gate 2. Ja, jetzt habe ich das da alles drin. Wunderbar. Das wird vielleicht auch irgendwann mal warm. Habe ich das hier an? So, naja. So. Da werden wir mal sehen, ob das überhaupt noch was wird hier. Bin ich mal gespannt. Und ich glaube, das muss ich jetzt quirlen hier. Das sieht gut aus. Wunderbar. Wenn Milch warm, schreibt meine Frau, dann verquirlte Eier, Mehl und Zucker dazugeben und ständig rühren, bis die Masse kocht. Rührt schnell ein, in Klammern. Einen Moment richtig durchblubbern lassen. Also ich würde ja sagen aufkochen, aber das Zeug lassen wir mal blubbern. Okay, dann lassen wir es blubbern. Sieht gut aus. Wunderbar, das wird ein Guss. Unter ständigen Rühren in den Ausguss schütten. Ach nee, das war das andere Rezept. So, wie weit ist das jetzt hier? Ob wir das hier noch steif kriegen, müssen wir nachher noch steif schlagen. Dann können wir dann nachher dann doch noch so ein Nerd Utility auspacken, ein RG 58, ein Rührgerät 58 aus Urzeiten. Also ganz ohne technische Hilfsmittel wären wir nicht.
So, Ofen können wir ausmachen. Ja, der ist ein bisschen warm. Jetzt packen wir unseren schönen Teig. Das hier nicht anbappt. So, wunderbar. Jetzt kommt das hier rein. So, jetzt kommt das Wichtigste am ganzen Kuchenbacken. Wir werden bei unserem Android-Tablet die Zeit einstellen. Ja, das ist das Erfolgsrezept. So, eine Stunde musste das jetzt losgehen. Jawohl. Wecker. Wecker an. Zeit. Wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr. Also bis 19 Uhr gehen lassen. Exakt 19 Uhr. Wir könnten die Musik noch wählen. Was nehmen wir denn da Schönes? Ach, das kann ich jetzt wieder nicht, dann sperren sie mir nachher wieder das YouTube-Video, wenn dann eine entsprechende Musik drin ist. Okay, das war's. 19 Uhr. Jo, was macht unsere Milch? Die ist warm. Jetzt schütten wir das alles unter ständigem Rühren in den Ausguss. Das schmeckt schon lecker. Da ist auch ein Zucker drin. So, liebe Freunde, unter ständigem Rühren lassen wir das jetzt aufblubbern. Ach nee, durchblubbern. Meine Frau schreibt durchblubbern. Ja, dann werden wir das auch mal tun. Das müsste theoretisch, wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste das so ein bisschen dick werden. Irgendwas qualmt hier. Das macht mich etwas nervös. Oh, es blubbert. Also. Vielleicht sollte ich wirklich so eine volle Fülle stellen, ne? Weil angeblich soll das schnell anbrennen. Naja, ich kann da nichts erkennen. Ja, aber es riecht komisch. Könnte man da nicht nebenbei ein bisschen im Netz surfen? Ist ja dann auch langweilig. So, jetzt werden wir mal schauen. Jetzt ist eine Stunde um, was unser Teig macht. Da ist er. Ja, ist das nicht ein Riesending geworden? So, jetzt müssen wir nochmal mit etwas Mehl kneten. Damit wir nochmal. Der ist natürlich schön gegangen, ne? Ja, wunderbar.
So, jetzt werden wir die ganze so lange kneten, bis diese ganze Luft raus ist. Oder die Gase, die entstanden sind, während er gegangen ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das mit dem Backpapier machen. Jetzt muss ich erstmal Backpapier finden. Und wir brauchen eine Rolle oder sowas. Backpapier. Ach, hier. Siehst du wohl. Geht das? Oh. Mein Gott, Mensch. Komm her! So. Okay. Passt. Oh. Und noch Teig. Und jetzt müssen wir den rollen. Sieht doch gut aus, oder? Ja. So, jetzt kommt das Ganze auf unser Backblech. Jetzt müssen wir das so ein bisschen ausstaffieren. Ach, der ist gut geworden. Jawohl. Hauchzart, hauchdünn. So, 10 Äpfel müssen wir jetzt schälen. 2, 4, 6, 8, 10. Dann gehen wir in den Stuhl, da können wir ein bisschen gucken. So, die Äpfel sind fertig geschält. Und nun belegen. Und jetzt kommt unser RG58. Das ist natürlich jetzt Wirttechnik.
Das war's. Jetzt warten wir drei Viertelstunden oder sowas. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wenn es gut ist, nur für sich. Ja, schon. Okay, nun die Stunde der Wahrheit. Das riecht schon wunderbar. So, oben aus. Aussehen geht's gut. Und jetzt schön. Nun, wie schaut's aus? Ist doch wunderbar. Mmh. Mmh, lecker. Schöner Puddingguss. Zimt, Rosinen, Apfel. Schön saftig. Mmh, lecker. Mmh. Und dazu einen schönen Kaffee. Und wie ihr gesehen habt, kein großes Problem. Schwuppsdiwupps, halbe Stunde sitzt man wieder vor dem Computer mit dem Apfelkuchen. Ja, okay. Man muss natürlich aus dem Video dann die ganzen Katastrophen rausschneiden. Aber an sich keine schlechte Sache. Also dann, Nerdfood.